Die Welt ist in Bewegung. Geopolitisch verändern sich Einflusssphären und neue starke Bündnisse betreten die Weltbühne. Und während wir mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt sind, sorgenvoll auf China und Taiwan schauen und die EU wie immer mit sich selbst beschäftigt ist, verändert sich die Sicherheitslage vor Europas Haustür dramatisch. Die muslimischen Erbfeinde Iran und Saudi-Arabien beenden ihre diplomatische Eiszeit und gehen aufeinander zu unter der Moderation von China. Das machtpolitische Gefüge im Nahen Osten gerät damit aus den Fugen und der Westen ist unter Druck. Aber es wäre fatal, sicherheitspolitische Probleme isoliert zu betrachten und zu glauben, man könne sie einzeln lösen. Es muss eine Gesamtbetrachtung geben. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und als meine Gäste begrüße ich sehr herzlich Jürgen Trittin, den außenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Und Guido Steinberg, Islamwissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen an Sie beide. Herr Trittin, die Grünen haben gerade am Wochenende ihren Länderrat abgehalten. Es ging dabei auch um die Migrations- und Asylpolitik. Die Basis, die grüne Jugend, rebelliert so ein Stück weit gegen Kompromisse oder auch Dinge, die sie immer für essentiell bei den Grünen gehalten haben, konnten sich aber nicht durchsetzen. Ist der Burgfrieden jetzt dauerhaft oder zerbrechen die Grünen am Dualismus, gleichzeitig werteorientierte und aber auch realpolitische Außenpolitik zu machen? Also ich würde unserer Außenministerin nicht absprechen, dass sie sich ernsthaft darum bemüht, eine wertegeleitete und interessengeleitete Außenpolitik zu machen. Das hat sie mit der nationalen Sicherheitsstrategie gerade auch sozusagen programmatisch so vorgelegt. Auf diesem Länderrat hatte man sich auseinandersetzen mit einem, ich habe es mal genannt, erstaunlichen Kompromiss. Man ist als deutsche Bundesregierung mit 3 Forderungen in diese Verhandlungen reingegangen und mit einer halben wieder rausgegangen. Da erschließt sich nicht unmittelbar, warum man dem zugestimmt hat. Aber es hat in Bad Vilbel dann auch die Einsicht um sich gegriffen, dass man an dieser Geschichte nichts mehr ändern kann. Und deswegen musste die Regierung akzeptieren, eine sehr deutliche Positionierung der Partei. Der Antrag des Bundesvorstandes ist da sehr klar und sehr hart nachverschärft worden. Auf der anderen Seite aber musste auch die Partei akzeptieren, dass man an dieser Situation eigentlich nur noch wenig ändern kann. Man wird im Trilog möglicherweise marginale Verbesserungen rausbekommen. Da werden wir sehr ernsthaft verstreiten. Aber ich sehe das unter einer spanischen Präsidentschaft kurz vor einem Regierungswechsel in Spanien nicht besonders optimistisch. Eine Eskalation hat es nicht gegeben. 1999 sah es anders aus. Sind die Grünen etablierter geworden? Nein, ich glaube, dass eigentlich diejenigen, die viele über die Politik im Bereich Asyl zu den Grünen gekommen sind, seit 1993 ist das eine der großen Themen an dieser Stelle, gesagt haben, die Milch ist vergossen, die sammeln wir nicht ein, aber es bedarf uns. Wir werden weiterhin in einer Auseinandersetzung sein in einer Welt, wo der UNHCR in der letzten Woche ja veröffentlicht hat, dass die Zahl der Flüchtenden weltweit sich verdoppelt hat. Ein Großteil der Flüchtenden sind Binnenvertriebene, aber die Hälfte landet in anderen Staaten. Das heißt, das, was man manchmal leichtfertig unseren Landräten, Bürgermeistern und Ähnlichem verspricht, dass dieser Problem einfach verschwinden wird, dieser Gewissheit habe ich nicht. Und es bedarf einer Kraft, die das versucht zu gestalten in vernünftiger Art und Weise. Hier entsprechend mit umzugehen, ist die Herausforderung für alle großen Gesellschaften. Und das heißt immer so schön, man will Fluchtursachen bekämpfen. Ich sehe zurzeit, wenn ich den Zerfall von Staaten ansehe, wenn ich die kriegerischen Entwicklungen ansehe, wenn ich auch die krisenverschärfenden Elemente der Klimakrise mir angucke, sehe ich eigentlich eher, dass die Fluchtursachen weltweit wachsen. Herr Steinberg, das Schlagwort von der wertebasierten Außenpolitik ist gerade schon gefallen und zwar auch im Gegensatz zu der eigentlich realpolitischen Situation, die in vielen Ländern, wie wir es gerade gehört haben, einfach stattfindet. Ist das ein hehrer Anspruch, wertebasiert heutzutage unterwegs zu sein? Ja, man merkt es ja in den letzten Monaten. Also Frau Baerbock
musste schon einige Abstriche machen. In China war das der Fall, in Katar, zuletzt vor allem in Saudi-Arabien. Das fand ich sehr auffällig, wie ruhig sie dort war. Ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz. Also mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt zu laufen und zu zeigen, dass wir es besser können, das ist wirklich nicht angesagt. Trotzdem ist unsere Außenpolitik immer wertebasiert. Selbst wenn das Außenministerium das nicht formuliert. Demokratien sind immer auch ideologisch. Sie versuchen, ihre Herrschaftsform in die Welt zu tragen. Und ich kann, muss ich gestehen, mehr damit anfangen, wenn diese Politik dann realpolitisch unterfüttert ist. Und ich kann vor allem mehr damit anfangen, wenn in einer Situation wie der jetzigen Demokratien sich zusammenschließen. Wenn das die Konsequenz wäre, statt dieser großen Beteuerungen in China, in Saudi-Arabien oder gegenüber Iran, könnte ich damit sehr, sehr viel mehr anfangen. Da sieht man ein paar Ansätze zu, aus der Not geboren, denke ich. Aber ich glaube auch, dass das, wenn wir uns die Geschichte der nächsten Jahre dann irgendwann anschauen, auch die Konsequenz sein wird, dass sich Demokratien enger zusammenschließen und sehr pragmatisch bei der Wahl ihrer Partner vorgehen. Und immer mal wieder versuchen, dort auch die eine oder andere Veränderung durchzusetzen. Aber muss man nicht noch viel stärker einen realpolitischen Ansatz wählen, wenn man sich gerade anguckt, in welchem Zustand die Welt ist? Denn wenn es dann um Freiheitsrechte, um Selbstbestimmungsrechte, um die Rechte der Frauen und so weiter geht, dann muss man sich ja fragen, mit wem auf der Welt kann man überhaupt noch reden? Da gibt es ganz viele Staaten, mit denen man eigentlich nicht mehr sich an einen Tisch setzen könnte. Es gibt zunächst einmal dann eben doch eine ganze Menge Staaten weltweit, mit denen unsere Beziehungen zwar gut sind, aber eben doch sehr oberflächlich. Daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten, Australien, Kanada und so weiter. Dann gibt es Staaten, bei denen wir durchaus mit in einzelnen Aspekten unsere Beziehungen stärken können, Frauenrechte beispielsweise. Aber Sie haben natürlich recht, dass unsere Politik noch sehr, sehr viel mehr Realpolitik braucht. Wir werden ja erleben, so wie es aussieht, dass der Ukraine-Krieg länger dauert. Wir erleben auch gerade zumindest eine Lagerbildung, wenn nicht eine Blockbildung zwischen China einerseits, vielleicht noch mit Russland und den USA andererseits. Und da wird es darum gehen, Staaten, die nicht so ganz entschlossen sind oder auch Staaten, die versuchen jetzt hier möglichst viel herauszuziehen für sich selbst aus dieser Situation, die zumindest nicht ganz zu verlieren. Mhm. Und da reden wir eben nicht nur über Brasilien, über Indien, sondern eben auch über Staaten wie Saudi-Arabien, die Türkei, Katar. Wir wollen heute ein bisschen intensiver in die Region Nahe Osten schauen. Das ist so eine Region, die ist so ein bisschen aus der Wahrnehmung geraten, Herr Trittin, obwohl die ja eigentlich von großer Bedeutung ist, gerade auch für Deutschland. Aufgrund des Ukraine-Kriegs musste Deutschland auch ein Stück weit, weil Gaslieferungen ausblieben, auf Katar und auch auf Saudi-Arabien zugehen. Da gibt es Energiepartnerschaften, die geschlossen wurden. Haben wir uns da von einem destabilen Partner in die Hände eines nächsten destabilen Partners auch begeben? Zunächst haben wir aus der Not geboren eine Diversifizierung von Autokraten betrieben. Das war die erste Antwort, die wir darauf gegeben haben. Und ich finde das auch richtig. Diversifizierung von Autokraten heißt, man ist nicht nur von einem abhängig. Das ist schon mal ein höheres Maß an Handlungsfähigkeit. Aber wir haben auch gleichzeitig ein höheres Maß an Realpolitik. Wir haben gleichzeitig angefangen, insgesamt unsere Importabhängigkeit, was Energie angeht, zu vermindern. Wir haben allein, was wir in den letzten Wochen auf den Weg gebracht haben an neuen Stromerzeugungs- und anderen Kapazitäten, sind wir daran gegangen, unseren Importbedarf zu senken und damit Souveränität zu gewinnen. Und gleichzeitig sind wir in einen Prozess eingetreten mit sehr unterschiedlichen Gesellschaften auf diesem Globus, Energiepartnerschaften aufzubauen, zum Beispiel im Bereich der Wasserstoffproduktion. Das gilt eben für Demokratien wie Chile. Das gilt für Länder wie Namibia, aber eben auch der Versuch, dieses mit den Ländern am Golf auf den Weg zu bringen, die von sich selber die Erkenntnis gewonnen haben, dass ihre fossile Rentiersökonomie kein Zukunftsmodell ist, sondern sie schrittweise umsteuern müssen.
Und deswegen halte ich es auch für richtig, in diesem Bereich mit diesen Gesellschaften den Versuch zu machen, zusammenzuarbeiten. Was wir in dieser Region ja gerade erleben, ist ja in meinen Augen nicht, dass da so ganz kraftvolle neue Bündnisse sich zusammenfinden, sondern wir haben ein Vakuum, ein politisches Vakuum, was bedingt durch einen schrittweisen Rückzug der USA aus dieser Region dazu geführt hat, dass es sich nach Füllen reicht. Und das sehe ich so ein bisschen den Hintergrund dieser neuen Entspannung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, der übrigens eingeleitet worden ist vom Irak. Man sollte die Chinesen da nicht ihre ganze Propaganda glauben, aber sie haben natürlich einen Anteil da gehabt. Da schauen wir gleich noch intensiver drauf. Herr Steinberg, wir haben gerade schon gesprochen von wertebasierter Außenpolitik, aber auch von Abhängigkeiten, die man natürlich mit Staaten hat. Im Nahen Osten ist das natürlich immer das Thema fossile Energie über Jahrzehnte auch gewesen. Wir erinnern uns alle in den 70er Jahren die Ölkrise, als wir auf den Autobahnen spazieren gehen konnten, weil uns da im wahrsten Sinne des Wortes Öl abgedreht wurde und die OPEC-Staaten da wirklich versucht haben, auch ihre Macht auszuspielen und haben sich relativ geschlossen auch gegen den Westen gestellt in der Zeit, was ja auch ein Stück weit unüblich war. Wie einig waren sich denn die arabischen Staaten in dieser Zeit? Am Ende dann eben doch nicht, das muss man schon sagen. Vor allem haben die OPEC-Staaten aus dem Fehler von 1973 gelernt. Die Folge war ja für sie katastrophal, weil ganz einfach ganz viele westliche Länder oder Länder insgesamt in das Energiesparen investiert haben. Die haben geguckt nach alternativen Energien. Die haben ganz, ganz viel Atomkraftwerke gebaut in dieser Zeit. Und die Folge war dann der katastrophale Preisrückgang in den 80er Jahren. Und viele dieser Staaten, über die wir reden, hatten in den 1980er Jahren ganz große Probleme. Unter ihnen Saudi-Arabien. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht mehr mit ähnlichen Szenarien rechnen müssen. Und zweitens ist die Uneinigkeit unter diesen Staaten dann auch immer wieder ein gutes Argument gegen die These von der Abhängigkeit. Es hat eine aus meiner Sicht katastrophale und vollkommen unverständliche Abhängigkeit von Russland gegeben. Wie irgendjemand in der Bundesregierung 2014 glauben konnte, dass nach dem ersten Krieg in der Ukraine es eine gute Idee ist, auf noch mehr Gas aus Russland zu setzen. Das habe ich damals nicht verstanden und ich werde es, glaube ich, nie verstehen. Wenn man jetzt darauf reagiert mit einer Diversifizierung, wie Herr Trittin das sagt, dann entstehen keine Abhängigkeiten. Selbst wenn wir mit Katar auf 10% des Gases kommen sollten, wäre das keine Abhängigkeit. Und ich denke, dass keine Bundesregierung der nächsten Jahre noch einmal so dumm sein wird, sich von einem Akteur abhängig zu machen. Und wie gesagt, auf die Konflikte zwischen Katar, Saudi-Arabien, wir dürfen nicht vergessen, Russland auch, die sich ja auch in den letzten Monaten immer wieder zeigen in der Öl- und in der Gaspolitik, können wir uns, glaube ich, auch durchaus verlassen. Einer der entscheidenden Fragen mit dem Aufkommen des Islamismus ist ja, wie halten es die muslimischen Staaten vor allen Dingen mit dem Westen und mit den USA? In Zeiten des Kalten Krieges war diese Region ja oftmals auch ja, das entscheidende Konfliktfeld zwischen USA und auch der Sowjetunion bzw. heute Russland. Hat das bis in die heutigen Tage Bestand an dieser Stelle? Es hat jedenfalls Auswirkungen. Sehen Sie, wenn wir über Realpolitik reden, müssen wir auch über schlechte Realpolitik reden. Und es war schlechte Realpolitik, wie Europa und die USA lange Zeit mit vielen dieser Länder umgegangen sind. Der Hass auf den Westen hat ja im Iran eine Ursache mit dem Sturz damals einer Regierung. Die Sicherheitsprobleme, die wir heute im Bereich Syrien, Irak und in der ganzen Region haben auch etwas zu tun mit einer Intervention im Irak. Das würde ich sagen, das war schlechte Realpolitik. Die hat sich zwar wertemäßig kostümiert, wir bringen die Demokratie dahin. In Wirklichkeit war das niedere Motiv offensichtlich und es ist gescheitert. Und das hat, glaube ich, auch etwas mit dem Verständnis zu tun, wo ich denke, wenn wir in einer Situation sind, wo wir Länder, die sich nicht entschieden haben, ob sie lieber
Ambiguität gegenüber Russlands Krieg haben wollen oder ihn klar verurteilen an dieser Stelle, wenn man die für seine Sache gewinnen will, dann glaube ich, dass man deutlich machen will, dass man diese schlechte Realpolitik nicht fortsetzt und nicht in deren Tradition steht. Das heißt, wir müssen auch ein Stück Selbstbewusstsein, aber auch Bescheidenheit im Auftritt gegenüber solchen Ländern mit an den Tag legen. Und das finde ich, hat die Bundesregierung gerade mit dem Zugehen auf Länder Lateinamerikas, aber auch im Asien-Pazifik-Raum, finde ich, ganz angemessen präsentiert. Wir sind eben nicht rumgelaufen und haben gesagt, wir sind hier die Schlauen, wir wissen, wo es lang geht. Wenn man die geostrategische Bedeutung sich anschaut, wie wichtig ist denn diese Region für die USA heute? Weiterhin ungeheuer wichtig, so wie in den letzten Jahrzehnten auch schon. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass die Region wichtig geblieben ist, auch nachdem das physische Interesse der USA am Öl und dann auch am Gas zurückgegangen ist. Es ist ja schon eine längere Entwicklung, dass die USA in der Regel ihr Öl selbst produzieren und dass sie vor allem Gas inzwischen auch, ja. Gas auch, genau. Und dass sie vor allem, oder dass ihr Interesse am Nahen Osten vor allem daher rührt, dass die Region und das Öl und das Gas so wichtig für die Weltwirtschaft sind. Und auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg war es so, dass es da vor allem um den Wiederaufbau Europas und Japans ging und weniger um die physische Versorgung der USA. Und an dieser Situation hat sich nichts geändert. Und da wird sich auch so schnell nichts ändern. Natürlich nimmt das Öl als Energieträger ganz leicht an Bedeutung ab, zunächst einmal, aber vor allem zugunsten des Gases. Und das führt zu einer Entwicklung, die wir letztes Jahr sehr schön beobachten konnten, dass nämlich ein Staat wie Katar, also einer der drei Gasstaaten weltweit, neben Russland und Iran, enorm an Bedeutung gewonnen hat und auch noch an Bedeutung zulegt, ganz einfach deshalb, weil Russland für viele als Gaslieferant ausfällt oder weniger wichtig wird. Also es gibt eine Verschiebung, aber Gas und Öl aus Saudi-Arabien, aus Algerien, aus Libyen, aus Katar und aus anderen Staaten, die werden so schnell ihre Bedeutung nicht verlieren. Und deswegen werden wir auch in den nächsten Jahren sehen, dass zumindest die USA und China dort konkurrieren werden. Und wir sind so ein bisschen die Juniorpartner, die da vielleicht mitspielen dürfen. Und Sie sagen, die Bewertung der Region hat im Laufe der verschiedenen US-Regierungen einen Wandel erfahren? Das ist jedenfalls das, was die Wahrnehmung bei vielen in der Region ist. Also man kann sich auf die nicht mehr verlassen. Ist so ein bisschen das, was ich gelegentlich aus diesen Gesellschaften raushöre. Ich glaube in der Tat, es wird nicht von heute auf morgen komplett verschwinden. Es kriegt auch eine neuere Bedeutung in der geostrategischen Wettbewerb zwischen den USA und China. Da würde ich Herrn Steinberg zustimmen. Aber es gibt eben auch dieses Gefühl, die sind nicht mehr die allumfassende Ordnungsmacht in diesem Bereich. Und in dieses Vakuum stoßen andere Kräfte hinein. Das war das, was wir in diesem Deal zwischen dem Iran und Saudi-Arabien gesehen haben, was eine schlechte Nachricht in vielerlei Hinsicht ist, beispielsweise für die Hoffnungen Israels nach den Abraham Accords Saudi-Arabien auf die Seite zu kriegen, was eine schlechte Nachricht ist für die Opposition im Iran, weil das heißt, es wird sich stabilisieren, was eine schlechte Nachricht ist für die Nichtverbreitungspolitik, die wir mit dem JCPOA gemeinsam übrigens mit China, Russland probiert haben und was auf der anderen Seite, glaube ich, von vielen Anrainerstaaten des Golf als eine gute Nachricht empfunden wird, weil sie das Gefühl haben, die Gefahr, dass es dort zu kriegerischen Eskalationen kommt, ist auf diese Weise etwas gemindert worden. Das scheint mir das Package zu sein, mit dem wir jetzt konfrontiert sind. Diese Region war ja immer so ein Stück weit auch von Stellvertreterkriegen geprägt. Es ging dann erst um die Existenz Israels zum Beispiel, dann ging es um die Golfstaaten, Iran, Irak. Heute sind es Bürgerkriege im Jemen, aber auch in Syrien. Wir haben es gerade schon ein Stück weit gehört, der Trittin hat es angesprochen, dass die USA da auch ein Stück weit ein Vakuum haben entstehen lassen, vor allen Dingen durch Präsident Obama. Hat die Region für die USA dann
noch mal die Frage an Einfluss verloren. Wollen Sie dieses Vakuum aufmachen? Also manchmal hatte man ja den Eindruck, die USA ist auch so ein bisschen reingestolpert in das, was Sie da gemacht haben. Ja, das ist schon richtig. Also wenn man sich einmal die letzten 30 Jahre anschaut, dann sind diese 30 Jahre oder 35 Jahre ja auch eine Anomalie. Mit dem Tankerkrieg 1987 beginnt das. Die USA intervenieren in der Region und zwar immer intensiver mit immer mehr Truppen, bis sie dann mit dem Irakkrieg 2003 auch eine Regionalmacht werden, indem sie ihre Truppen ganz einfach dort lassen. Und wenn man Afghanistan dazu nimmt, haben sie auch noch einen zweiten großen Kriegsschauplatz. Und physisch ist es tatsächlich so, dass die Amerikaner auch in der Region noch sehr, sehr stark vertreten sind. Das darf man nicht vergessen. Mit großen Luftwaffen und Marinebasen im Persischen Golf, mit kleinen, aber sehr, 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 sehr erfolgreichen und effektiven Antiterrorkontingenten im Irak und auch in Syrien. Also physisch hat sich nicht so viel geändert. Im Gegenteil, ich würde sagen, das ist immer noch sehr viel mehr, als unbedingt notwendig ist, um die Staaten in der Region oder um die eigenen Interessen dort zu wahren, gegenüber Iran beispielsweise. Was sich aber verändert hat, das hat Herr Trittin gesagt, ist die Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung geht darauf zurück, dass mittlerweile drei Präsidenten, ganz unterschiedliche Präsidenten, Obama, Trump und Biden, sich einig waren, dass der große Schwerpunkt der amerikanischen Weltpolitik demnächst im 21. Jahrhundert im Pazifik liegt und dass China dort wahrscheinlich der wichtigste Konkurrent werden wird. Und das haben die Golfstaaten, die ja so stark abhängig sind, die vielen Verbündeten der USA, doch mit großer Nervosität aufgenommen. Und das prägt jetzt die Situation. Das prägt die saudi-arabische Politik. Das ist einer der ganz wichtigen Gründe dafür, dass die Saudis jetzt diesen Ausgleich gesucht haben. Auf saudi-arabischer Seite beginnt dieser Versuch, einen Ausgleich mit Iran zu finden, am 14. September 2019. Damals haben die Iraner Ölanlagen angegriffen in Ost-Saudi-Arabien und ganz klar gemacht, dass sie jedes Ziel in Saudi-Arabien, alle strategisch wichtigen Ziele, jederzeit zerstören können. Wir haben noch die Bilder alle im Kopf von diesen rauchenden Ölquellen. Ja. Und dann ist etwas passiert, womit die Saudis nicht gerechnet haben. Sie haben damals geglaubt, Trump, das ist unser Mann, der führt diese pro-saudi-arabische Politik. Wir haben diese super Beziehungen zu dem Typ. Und das ist auch ein super Typ, ja, dann aber nicht. Der wollte nämlich keinen Krieg im Nahen Osten und hat auf eine militärische Reaktion verzichtet. Aus saudi-arabischer Sicht war das ein Verrat. Und ich glaube auch, dass jede amerikanische Regierung seit 1945 auf einen solchen Angriff militärisch reagiert hätte. Nur Trump hat es nicht getan. Und seitdem suchen die Saudis nach einem Ausweg. Vielleicht noch ein Punkt. Was ich mich frage, ist, ob diese neue amerikanische Ausrichtung im Nahen Osten sich nicht vielleicht doch ändert, jetzt wo die Chinesen da sind. Wenn es denn stimmt, dass der Großkonflikt des 21. Jahrhunderts im Pazifik stattfindet, die Chinesen aber jetzt auch im Nahen Osten sind, dann gehe ich fest davon aus, dass die Amerikaner versuchen werden, diesen chinesischen Einflussgewinn zurückzudrängen. Dass sie versuchen werden, ihre Verbündeten auf ihrer Seite zu halten. Und das ist natürlich eine gute Nachricht für Länder wie Saudi-Arabien, die ja einige Forderungen haben, die einige Dinge gerne haben würden. Waffen, Sicherheitsgarantien, ein angeblich ziviles Nuklearprogramm. Da werden, denke ich, diese Länder enorm profitieren. Also doch ein Einfluss von China. Ich würde den Einfluss überhaupt nicht negieren. Und ich glaube auch, dass China dort ganz bewusst spielt. Das ist ja... Wir erleben ja gerade nicht nur innenpolitisch, sondern auch außenpolitisch die Abkehr von Deng Xiaoping, sondern nämlich einen offensiv vorgetragenen Großmachtanspruch Chinas. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Kräftigkeit des Bündnisses beispielsweise, wenn Sie mal die militärische Seite sehen, in keinem Verhältnis zu dem steht, was die Amerikaner an dieser Stelle stehen haben. Aber China nutzt diese Gelegenheit, diesen Einfluss zu gewinnen und tut das, und wird das auch künftig tun. Und das schafft uns zum Beispiel mit Blick auf den Iran ein Problem. Die Frage zum Beispiel, warum hat der Iran sich überhaupt mal auf so ein Abkommen eingelassen? Ja, weil es eine effiziente Sanktionspolitik gab.
die die Chinesen und Russen mitgetragen haben. Die Russen tragen das schon lange nicht mehr mit. Der Druck der Russen auf die iranische Seite ist seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs geschwunden. Das sind jetzt Partner, die sich gegenseitig helfen müssen. Ja, sieht man ja bei den Drohnen auch. Bei den Drohnen. Und gleichzeitig ist mit China jetzt und diesem Ausgleichsprozess natürlich die Chance, den Iran zu containen und konsequent zu isolieren, für Europa und die USA geringer geworden. Das ist ein Einfluss und das ist ein schädlicher Einfluss. Und was bedeutet nun die Annäherung Iran mit dem US-Partner, sage ich mal, Saudi-Arabien? Auch wenn die Saudi-Arabien enttäuscht ist ein Stück weit von den USA, aber nichtsdestotrotz, die USA setzt ja schon auf Saudi-Arabien. Ja, das ist richtig. Also das bedeutet ganz, ganz viel. Ich glaube, dass man diese Vertragsunterzeichnungen, um die es da ging, dass man diesen Ausgleich kaum überbewerten kann. Trotzdem, der Konflikt, der Grundkonflikt, der da ja beruhigt wird, der besteht ja vor Ort. Ja. Das ist der Konflikt, das ist ein regelrechter Systemkonflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran. Der hat so ein bisschen sich in seinem Charakter verändert, weil Saudi-Arabien sich verändert, nicht mehr so stark religiös geprägt ist. Also diese sunnitisch-schiitische Dimension, die wird sicherlich ein wenig an Bedeutung verlieren. Aber ansonsten, der Konflikt ist da. Und der Konflikt hat sich in gewisser Weise auch noch verschärft dadurch, dass Iran ja nukleare Schwellenmacht ist. Also genau das ist, was niemand wollte. Und das hat dramatische Auswirkungen auf die Sicherheitspolitik in der Region. Die Frage ist jetzt, was vor diesem Hintergrund dieser Ausgleich bedeuten kann. Und aus meiner Sicht gehen wir ganz schlicht in eine neue Phase. Der saudi-arabisch-iranische Konflikt hat sich in Phasen entwickelt. 80er Jahre Konflikt, 90er Jahre misstrauische Entspannung, 2000er Jahre langsamer Aufbau von Spannungen, aber in einer stabilen Region. Und ab 2011 geht es dann los, da herrscht ein regelrechter kalter Krieg zwischen den beiden mit den ganzen Auswirkungen im Jemen, in Syrien, im Libanon, im Irak, mit enormen Einflussgewinnen für die Iraner. Und ich glaube, wir werden jetzt so etwas erleben wie in den 1990er Jahren. Der Konflikt ist weiterhin da. Es wird versucht, trotzdem an gewissen Punkten Lösungen zu finden. Aber das große Problem ist tatsächlich, dass Iran in der Zwischenzeit, dass es für Iran sehr viel leichter werden wird, sich nuklear zu bewaffnen, wenn sie sich denn dazu entscheiden sollten. Ist das der einzige Grund, warum Saudi-Arabien sich denn annähert? Eigentlich kann Saudi-Arabien doch gar kein Interesse daran haben, ein Abkommen mit dem Iran zu schließen. Doch, es ist ein Zeichen von Schwäche. Deswegen habe ich eben diese Angriffe vom 14. September 2019 genannt. Man kann danach beobachten. Davor gibt es ja aus Saudi-Arabien eine enorm aufgeladene Rhetorik. Da wurde Khamenei mit Hitler verglichen. Er sei nur viel schlimmer, weil der Khamenei die Weltherrschaft wollte. Also der Kronprinz von Saudi-Arabien, der hat da was falsch verstanden. Aber die Rhetorik war damals enorm aufgeladen. Er hat auch damit gedroht, dass Saudi-Arabien sich nuklear bewaffnet. Und das hört alles auf mit diesem Datum. Ab dem Moment haben, ich überspitze das jetzt mal, die Saudis um Verhandlungen, um eine Entspannung gebettelt. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben damals diese Konsequenz gezogen. Die Iraner haben nicht reagiert. Die haben die Houthis im Jemen, die von ihnen unterstützt werden, weiter Saudi-Arabien mit Drohnen, mit Cruise-Missiles beschießen lassen. Die haben einfach nicht reagiert. Die haben ihnen jetzt dann so richtig ihre Stärke gezeigt. Bis 2022. Und da passieren nun zwei Dinge. Erstens die Proteste, die doch zeigen, dass das Regime im Innern unter Druck ist. Egal, wie man sie einschätzt. Dass die Legitimität abnimmt. Und zweitens die fehlende Hoffnung auf ein Ende der Sanktionen. Ganz einfach, weil das Nuklearabkommen nicht erneuert wurde. Dann kommen die Iraner dazu und dann kommt auch noch China dazu, das einen großen diplomatischen Erfolg in der Region haben will. Aber zunächst einmal ist es ein Zeichen von Schwäche. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Vielleicht ist das auch schon der Hinweis, dass die Saudis einem Dilemma entgehen wollen. Wenn es tatsächlich zu Militärschlägen kommt, Israels und der USA, es wird immer weniger wahrscheinlich, aber wenn es dazu kommt, dann sind natürlich die Saudis ein Ziel. Das hat die iranische Führung immer wieder gesagt. Wenn Israel uns angreift, dann greifen wir eure Glasstädte an. Ja, Doha, Dubai, Abu Dhabi, vielleicht auch Riyadh. Und möglicherweise ist das Versuch, diesem Dilemma zunächst einmal zu entgehen.
um dann selbst eine neue Grundlage zu schaffen, ein eigenes Raketenprogramm, vielleicht ein eigenes Nuklearprogramm, vielleicht auch mal eine konventionelle Armee. Ich glaube, dass das die Dinge sind, die die Saudis jetzt in den nächsten Jahren machen wollen. Wie sieht man das in Israel, Herr Trittin? Sie müssen unterscheiden zwischen der offiziellen und der tatsächlichen Wahrnehmung. Dem Sicherheitsapparat wird dieses Multi-Stage-Arena sehr genau betrachtet und festgestellt, dass nicht alles eins zu eins so zu nehmen ist wie in der offiziellen Begründung. Wenn Sie mit offiziell reden, mit Opposition wie Regierung, dann gibt es für Israel nur eine Bedrohung, das ist Iran. Ja. Und die greifen im Gaza an, die greifen im Hisbollah über die Hisbollah im Libanon an und in Syrien mit in entsprechenden Milizen. In der tatsächlichen Sicherheitscommunity werden die unterschiedlichen Interessen, die es an diesen, in der, diesen Dingen gibt, durchaus gesehen. Das heißt, dass das nicht eins zu eins gesetzt werden kann. Aber das, was jetzt passiert, ist ja, dass der Hoffnungsprozess über die Abraham Accords und über ökonomische Kooperation zunächst mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und dann möglicherweise auch durch den Zutritt der Saudis, dass dieser Prozess erstmal gebremst ist. Und das heißt, diese Einbettung da bei aller guten Sicherheitszusammenarbeit, die sie auch mit Saudi-Arabien haben, die Israelis, dass dieser Prozess erstmal eine Verlangsamung erfahren hat. Und das ist mit Sicherheit nicht im Interesse Israels. Und Israel guckt sehr genau, wann die Schwelle, die Sie als kritisch ansehen, was Anreicherung angeht, wann die Schwelle der Produktion auch von Sprengköpfen und Ähnliches da ist. Das ist für Sie die Linie, wo Sie militärisch dann immer wieder gesagt haben, würden Sie intervenieren. Das weiß aber auch die iranische Seite. Und insofern glaube ich... So eine Art kalter Krieg zwischen den beiden. Ja, es ist sozusagen der zurzeit eine Bedrohungslage. Sie haben gesagt, es wird unwahrscheinlicher. Aber man soll sich nicht vertun. Die Situation, die Israel eine Zeit lang geprägt hat, dass sie mit dem Ausgleich mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen sozusagen ein Gefühl gewonnener Sicherheit hat, das ist durch dieses Abkommen ein Stück vermindert worden. Ja, Sie haben ja gerade gesagt, das ist unwahrscheinlicher. Auf der anderen Seite war Israel natürlich sehr stolz und sehr froh, durch das Abraham-Abkommen an der einen oder anderen Stelle diplomatische Beziehungen auch mit arabischen Staaten aufzunehmen. Diese Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien kann Israel doch nun überhaupt nicht gefallen, oder? Nein, überhaupt nicht. Weil natürlich der große Preis für Israel der Friedensschluss mit Saudi-Arabien ist. Das ist das, was Netanyahu haben will, unbedingt. Und das wäre ja tatsächlich auch ein Riesengewinn. Saudi-Arabien hat sich in den letzten Jahren zu der Führungsmacht der arabischen Welt emporgeschwungen. Niemand redet mehr über Ägypten, niemand redet auch mehr über die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja eine Weile sehr, 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 sehr viel mächtiger waren. Und Israel will diesen Friedensschluss. Es gibt auch weiter Gespräche, allerdings gibt es vor allem Gespräche zwischen den USA und Saudi-Arabien, weil Saudi-Arabien sich bereit erklärt hat zu einem solchen Frieden, parallel zu dem Ausgleich mit Iran. Allerdings stellen sie drei Bedingungen. Erstens Sicherheitsgarantien, zweitens moderne Waffensysteme und drittens technologische Hilfe bei einem zivilen Nuklearprogramm, inklusive Urananreicherung. Und das ist die Frage, inwieweit die Amerikaner da mitgehen. Präsident Biden würde natürlich einen solchen Friedensschluss auch gerne haben. Aber im Hintergrund stellt sich jetzt die Frage, immer die Frage, wie lange kann das so weitergehen? Ganz einfach deshalb, weil wir ja nun diesen großen Elefanten im Raum haben, nämlich Iran mit seinem Nuklearprogramm. Ich habe gesagt, es ist deshalb unwahrscheinlicher, weil die Israelis effektiv wahrscheinlich nicht mehr gegen das Nuklearprogramm vorgehen können. Die Iraner haben gerade im letzten Jahr sehr, sehr viele neue Tunnel gebaut in der Nähe von Natanz. Die Anlagen in Fordo, da ist ohnehin umstritten, inwieweit die Israelis das brechen könnten. Sie bräuchten also die Hilfe der USA. Und die Biden-Administration, die will nicht so recht. Die Biden-Administration sucht gerade so nach so einer Placebo-Lösung, wie man vielleicht einen Zeitraum mit Iran überbrücken kann. Aber es wird insgesamt schwieriger. Ganz einfach deshalb, weil es militärisch schwieriger wird. Und
weil natürlich die USA einen guten Grund haben. Sie haben diesen Konflikt in der Ukraine, um den sie sich kümmern müssen. Sie haben immer die Eskalationsgefahr in China. Und deswegen bin ich mir nicht mehr so sicher. Vor einigen Monaten hätte ich gesagt, das kommt. Wenn die Iraner sich nuklear bewaffnen, dann greifen die Israelis an. Bin nicht mehr sicher. Ich würde auch sagen, es gibt in den USA auch interne Gründe, warum die Neigung, da militärisch sich zu engagieren, sehr unterentwickelt ist. Das gilt für den rechten Rand der Republikaner, die nicht wollen, dass sich Amerika um sowas kümmert. Das gilt aber auch für den linken Teil der Demokraten, die immer wieder betonen, wir wollen mal was anderes diskutieren als irgendwelche ausländischen Interventionen an dieser Stelle. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, für mich ist dieser Ausgleich auch gerade unter dem Aspekt der Nichtverbreitungspolitik eine echte Herausforderung, ein echter Rückschlag. Denn jetzt tritt das ein, was wir immer befürchtet haben. Vielleicht auf einem limitierten Niveau. Wir haben immer gesagt, wenn der Iran zur Atomwaffe kommt, dann wollen die Saudis die auch haben. Jetzt erwartet Saudi-Arabien die Technologie, die wir mal in den Atomwaffensperrvertrag reinverhandelt haben. Das war ja ein deutscher Verdienst, dass das Recht auf Anreicherung zur zivilen Nutzung gezählt wird. Obwohl die Frage des Anreicherungsgrades eine rein technische ist. Und dann haben sie ganz schnell die Frage von dem waffenfähigen Uran überwunden. Und das ist ein herber Rückschlag für alle Politik der Nichtverbreitung von Atomwaffen. Mhm. Ich wollte noch einmal kurz auch in Bezug gerade auf die Annäherung Saudi-Arabien und Iran auf Waffenlieferungen an Saudi-Arabien kommen. Auch Deutschland liefert Waffen an Saudi-Arabien. Muss das unter diesem Aspekt noch mal neu beleuchtet werden? Ich glaube, wir stehen von einer, da arbeitet das Wirtschaftsministerium ja dran, grundsätzlichen Revision dieser Rüstungsexportpolitik. Die soll in Gesetzesform gefasst werden. Ob es klug war, den Saudis die Bomben zu liefern, mit denen sie im Jemen Schulen und Kindergärten und sonst was bombardiert haben, ist die eine Frage. Die andere ist, ich glaube, wir werden grundsätzlich uns unterhalten müssen, wie wir vereinbaren unsere geostrategischen Interessen mit einer zurückhaltenden Rüstungsexportpolitik. Da bin ich sehr gespannt über das, was da aus dem Wirtschaftsministerium dann irgendwann das Licht der Welt erblickt. Die ersten Vorarbeiten daran machen ja einen durchaus widersprüchlichen Eindruck, aber das hat auch was zu tun, dass es keine einfachen Antworten auf diese Fragen gibt. Also ein klassisches Beispiel ist ja das, wie unser Bundesverteidigungsminister in Indien war, wir wollen nicht, dass die Inder komplett von den Russen abhängig sind, militärisch. Ja, was soll man denn machen? Sollen sie denn ein U-Boot kriegen oder nicht? Oder das ist das Dilemma, vor dem wir stehen. Wenn wir nochmal darauf schauen, auf die Gesamtsituation, auf die geostrategische Lage oder auf die Weltordnung an sich. Wir haben ja schon kurz davon gesprochen, dass China sich da ein Stück weit eingemischt hat in diese Vermittlung zwischen Saudi-Arabien und Iran, so kann man sagen. Was bedeutet das denn für die Weltordnung? Wir haben es ja schon angesprochen, China und USA, das sind eigentlich die beiden, die sich aufeinander ein Stück weit konzentrieren, wo die Verschiebung vielleicht auch Kalter Krieg jetzt hingegangen ist. Aber was bedeutet das für die geostrategische Lage, dass China sich auch an der Stelle jetzt so engagiert? Wir kennen es aus Afrika, wir kennen es inzwischen auch vom Balkan und von anderen Regionen, aber da jetzt auch. Die USA und ihre Verbündeten, die werden sich jetzt sehr viel mehr als in den letzten 30 Jahren um ihre Partner bemühen müssen. Ne? Also um all die Länder, die sich im Moment nicht so recht entscheiden wollen, all die Länder, die vielleicht von beiden Lagern dann Zugeständnisse haben wollen. Und wir sehen das ja. Wir sehen es ja auch in der deutschen Politik. Letztes Jahr war ja noch ein Staat wie Katar, vollkommen harmlos, der Gott sei bei uns. Und jetzt geben sich deutsche Politiker in Jeddah oder in Riyadh die Klinke in die Hand. Nach all dem, was da in den letzten Jahren passiert ist, das ist der ganz klare Versuch der westlichen Welt, der USA und ihrer demokratischen Verbündeten, die etwas problematischen Partner einzufangen und zu verhindern, dass die ins chinesische oder in irgendein anderes Lager, auch ins russische Lager, abrutschen.
Und wir sehen das ja nicht von ungefähr, dass das vor allem in einigen ganz besonders wichtigen Staaten gerade passiert. Brasilien ist immer wieder in den Nachrichten, Südafrika ist immer wieder in den Nachrichten, Indien ist es und eben ein Land wie Saudi-Arabien. Der Unterschied ist, würde ich sagen, dass natürlich Saudi-Arabien ein ganz besonders problematischer Partner ist. Ich glaube, wir sollten hier nicht auseinandergehen, ohne nochmal Jamal Khashoggi zu erwähnen. Genau. Ja. Die Verbrechen des saudi-arabischen Militärs bei der Kriegführung im Jemen, die hatten sie bereits genannt. Und die wirklich sehr viel intensivere Verfolgung von Dissidenten im Land, die sollte man, glaube ich, auch nicht aus dem Auge verlieren. Das wird wahrscheinlich so werden, dass das in den nächsten Jahren kaum eine Rolle spielt in der westlichen Politik, mal mehr, mal weniger. Aber das ist die direkte Folge dieses Auftretens der Chinesen und auch der Russen im Nahen Osten. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die Chinesen versuchen an allen Stellen die USA herauszufordern oder den Westen herauszufordern, indem sie genau in diese Regionen geht, wo der Westen sich vielleicht gerade mal ein Stück zurückzieht oder nicht so besonders engagiert. Das ist so, aber ich bin mir gar nicht sicher, also wenn Sie das aus chinesischer Sicht beschreiben würden, die Chinesen würden sagen, wir verhalten uns völlig normal und es sind die USA, die uns daran hindern wollen, uns so zu entwickeln, wie sie es selber getan haben. Und sie haben dann auch immer eine sehr schlanke Erklärung dafür, wenn das Bruttosozialprodukt pro Kopf in China so groß wäre wie in den USA, dann wäre halt China dreimal so groß wie die USA. Und das wollen die USA um jeden Preis verhindern. Das ist die andere Seite der Wahrnehmung. Mhm. Ich sage das nicht, weil ich das für richtig finde, sondern weil man das gelegentlich im Kopf haben muss, wie etwas sozusagen sich entwickelt. Und vor diesem Hintergrund gibt es ein weiteres Element, wo ich denke, dass wir als Europäer klug beraten sind, werbend und selbstbewusst aufzutreten, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. China ist anders als Russland für viele Länder des globalen Südens so eine Art Rollenmodell. 800 Millionen Menschen aus der Armut geholt zu haben, ist etwas, was in diesen Bereichen ungeheuer populär ist. Das heißt, wir sagen immer systemischer Rivale. Ja, wir haben es mit einer echten Herausforderung zu tun. Wir müssen nachweisen, in den Augen der Länder, die teilweise unsere Kolonien mal gewesen sind, dass wir mit den Verhältnissen eines demokratischen Kapitalismus das bessere Angebot für ihre Zukunft haben. Und das ist die eigentliche Herausforderung, vor der wir in Europa stehen. Zum Schluss der Sendung, Herr Steinberg, noch eine Schlussfrage. Gerät der Westen immer stärker unter Druck und muss man da nicht viel stärker an eine vernetzte Sicherheitsarchitektur denken? Natürlich gerät der Westen immer stärker unter Druck. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob die vernetzte Sicherheitsstruktur die wichtigste Antwort ist. Zunächst einmal müssen einige wichtige Staaten verstehen, dass man sich in so einer Welt verteidigen muss. Und wir haben jetzt eine neue Sicherheitsstrategie, da ist diese Priorität genannt. Der Zustand der Bundeswehr ist immer noch beklagenswert. Panzer, Kampfflugzeuge, Raketenabwehr, Heeresluftabwehr, Drohnen, da warten noch eine ganze Menge Aufgaben. Und Deutschland ist vielleicht das wichtigste Land in Europa, das diese Probleme hat. Aber da sind auch noch einige andere. Und das alles vor dem Hintergrund der US-Wahlen, die nächstes Jahr kommen. Ich muss gestehen, mir geht das alles viel zu langsam. Da hat die Bundesregierung letztes Jahr viel Zeit verloren. Ansonsten glaube ich, bei der Prioritätensetzung, auch bei dem Umgang mit den Partnern, ist Deutschland sehr, sehr viel weiter als noch vor 2 Jahren. Trotzdem. Ich glaube, dass da einige und ganz besonders die Deutschen ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht haben. Ich tritt hier mit der Bitte um eine kurze Antwort. Gemeinsame Sicherheitsarchitektur muss es sein. Ich glaube, dass wir mit dieser nationalen Sicherheitsstrategie, die um die Begriffe wehrhaft, resilient und nachhaltig sich gruppiert hat, und Interessen
Kerze nicht klar formuliert hat, an dieser Stelle gut aufgestellt sind. Ich konzediere gerne, dass wir in manchen Bereichen nicht so weit sind, wie wir vielleicht auch sein wollen. Aber wir erleben gerade, welche Schwierigkeiten es macht, beispielsweise die europäische und deutsche Rüstungsindustrie dazu zu bringen, genügend Munition zu produzieren. Das ist keine Frage des Geldes. Es ist schlicht und ergreifend da, dass die Produktionskapazität nicht vorhanden ist. Es gibt nicht mehr so viele Firmen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen sehr herzlich für die Diskussion hier und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden und morgen sehen Sie um 22:15 Uhr an dieser Stelle die Phoenix-Runde und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix.